Arbeit. Und die zweite Halbzeit wird fortgesetzt. Grün-Weiß Schwerin gegen den Stralsunder HV. Spielstand 22:5. Und jetzt wollen wir mal gucken. Wenn du jetzt Trainer von Stralsund gewesen wärst, was hättest du den Mädels in der Kabine jetzt mitgegeben? Ja, das, was ich anfangs schon gesagt hatte, ohne Ball etwas mehr zu laufen, mehr auf die Abwehr zu achten und in die freien Räume sich mehr zu, gerade als Kreisläufer, mehr in die freien Räume sich zu bewegen. Und dann natürlich, das Rückzugsverhalten ist etwas mangelhaft gewesen. So wie hier, die Hälfte der Abwehr war schon zurück, ist aber nicht zusammengerückt. Man hätte diese Situation verhindern können. Ja, und als Trainer von Grün-Weiß, wenn man jetzt mit fast 20 Toren in der Führung, 17 Tore waren zur Halbzeit, vorne liegt, wie holt man seine Mädels auf den Boden der Tatsachen zurück? Ja, das ist sehr schwierig, weil egal was man sagt, es bleibt ja trotzdem im Hinterkopf, dass man mit fast 20 Toren führt. Aber an dieser Stelle muss man als Trainer wirklich an die Vernunft appellieren, dass man ordentlich weiterspielt, dass man seine Chancen nutzt und nicht nachlässig und nicht hochnäsig spielt. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe dann. Ja, es gibt zwei Minuten gegen die Nummer 10 von Grün-Weiß-Schwerin und 7 Meter, wenn ich das richtig gesehen habe. 7 Meter bisher sehr unerfolgreich auf Stralsunder Seite. Jetzt wollen wir uns mal ansehen, wie das jetzt funktioniert. Jetzt mal erfolgreich. 23:6. Du selber sagtest, du hattest immer relativ Glück und mit deinen Jahrgängen, relativ starken Jahrgängen gehabt. Dementsprechend kennst du das Gefühl, wenn man so weit vorne liegt. Wie bist du selber als Spielerin damit umgegangen? Ja, also wir haben Spaß daran gehabt, so viele Tore zu werfen, deshalb war es für uns nicht so schwierig. Aber da ich ja in der Jugend noch im Tor gestanden habe, war es etwas langweilig. Ich hatte dann manchmal etwas Mühe, mich zu motivieren, wenn das so weit auseinander ging von den Toreständen her. Kannst du dich an viele Spiele zu Null erinnern? Nein, eigentlich nur in der E-Jugend hatten wir das. Ab der C-Jugend, D-Jugend war das schon nicht mehr. Also dann hat man mal ein Spiel gehabt mit einem oder zwei Tore, aber es wurde nachher immer seltener. Ich glaube, das Letzte, was wir hatten, war in der A-Jugend, da haben wir mal ein Spiel in Guben gespielt, Regionalliga. Das ging 45:6 aus, das war dann schon etwas doll. Jetzt haben wir schön die Welle gespielt gesehen von Stralsund. Vielleicht kurz mal als Erklärung für die Leute, die es nicht wissen. Was genau ist die erste und die zweite Welle? Die erste Welle sind die Spieler, die als erstes vorne ankommen. In diesem Fall immer der Kreisläufer und die beiden Außenspieler. Sie sind meistens schnelle Spieler, so wie in diesem Fall. Meistens schnelle Spieler. Die Aufbaureihe, die lässt sich für gewöhnlich etwas zurückfallen. Das heißt, ist die erste Welle nicht möglich, weil die Außenspieler und der Kreisläufer gedeckt werden, dann rückt die zweite Welle nach. Und das ist in diesem Fall sind das die Aufbauspieler, die dann versuchen, das Spiel neu aufzubauen. Das heißt, die erste Welle ist der Konter und die zweite Welle ist dieses Spielen, was wir jetzt auch hier sehen? Nein, das ist jetzt ein normaler Positionsangriff. Zweite Welle ist quasi der Auftakt, um in Positionsangriff zu kommen. Aber man kann auch in der zweiten Welle eine Art Konter, sage ich jetzt mal, machen. Es gibt dort Kombinationen, die man spielen kann, die sehr effektiv sind, gerade wenn die Abwehr noch nicht ganz steht. Ja,
Jetzt sehen wir, Stralsund ist doch jetzt ein bisschen besser in die Partie gekommen. Wir haben jetzt nur noch 14 Tore Rückstand von Stralsund nach 3 Minuten. Das heißt, innerhalb von 3 Minuten 45 3 Tore aufgeholt. Das ist ein guter Beginn. Inwiefern kann ein Spieler das wirklich beflügeln, hier nochmal alles reinzugeben, obwohl er weiß, dass es eben doch noch 14 Tore sind? Sehr. Gerade wenn aus der Deckung heraus gut gearbeitet wird, kann das so ein Spiel in dieser Jugend noch gekippt werden. Also es kann durchaus bei dem Torestand und bei der Zeit, die noch zur Verfügung steht, eine Menge passieren, weil Handball einfach so ein unwahrscheinlich schneller Sport ist. Gerade aus der Deckung heraus ist immer viel möglich. Was hast du so erlebt an Kippsituationen in einem Spiel? Wie sehr könnte man ein Spiel drehen? Was hast du da erlebt? Das ist schwer zu sagen. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir auch schon mal 10 Tore Rückstände aufgeholt haben. Das ist aber sehr, sehr anstrengend für die Mannschaft und da muss auch das Mannschaftsgefüge stimmen, damit man das schafft als Team. Für sowas gibt es immer so, meistens ja so Initialzündungen. Im Spiel vorher hier am Tage haben wir gesehen, dass die Initialzündung eine Auszeit war. Wir haben es auch schon erlebt, dass Flaschen geflogen sind, um die Mannschaft aufzuwecken. Was dann auch funktioniert hat, was würde dir als Trainer einfallen, um da mal einzugreifen, um deine Mädels mal oder Jungs, je nachdem, was du trainierst, aufzuwecken? Also ich bin eigentlich eher ein ruhiger Trainertyp. Ich habe bisher, wenn diese Situation war, erstmal auf die Abwehr auch aufgebaut, meistens dann eine defensivere Abwehr, um Sicherheit zu schaffen und aus dieser dann die Tore rauszumachen. Ich mag diese Trainer nicht, auch wenn die weit verbreitet sind, die ihre Spieler anschreien und dadurch motivieren wollen. Ich bin mehr so der Vertreter, der sagt, okay, alles, was ich sagen will, das sage ich dir ruhig. Und alles andere in der Kabine. Also Auszeit ist in Ordnung, aber konstruktive Kritik und nicht nur sagen, was falsch ist, sondern auch, wie man es besser machen kann. Und dann wird es immer funktionieren. Jetzt wollen wir doch auch mal festhalten, wir haben jetzt 5,5 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit und Stralsund hat jetzt schon mehr Tore in der zweiten Halbzeit geworfen wie in der ersten. Das ist beachtlich. Ja, da hat der Trainer da die richtigen Worte in der Kabine gefunden. Und warum hat er sie vor dem Spiel nicht gefunden? Vielleicht war dem Trainer die Spielweise nicht bewusst, da hat er seine Mädchen vielleicht im Vorfeld nicht richtig eingestellt. Manchmal ist es auch nur, dass man im Spiel selber zwar merkt als Spieler, es funktioniert nicht so, wie wir uns das denken, aber manchmal denn doch in der Halbzeit diese Worte, mach doch mal, probiert doch mal, dass es dann mit einmal funktioniert und dann kann das sehr gut, wenn man frisch aus der Pause rauskommt, dann kann man die anderen manchmal auch überrumpeln mit dieser etwas anderen Spielweise. Dementsprechend ist es als Trainer ja fast besser, wenn es in der ersten Halbzeit schlecht läuft, weil man seine Mädels dann richtig oder seine Mannschaft richtig anpacken kann und auch durch die Spielweise des Gegners auch entsprechende Aufschlüsse hat, als wenn man in Führung geht und vielleicht auch relativ deutlich führt. Und dann Angst haben muss, dass seine Mannschaft die Konzentration nachlässt. Ja, das ist das, was ich vorhin auch schon gesagt habe mit der Kopfsache. Es ist halt in den Spielern drin, okay, wir führen mit so und so vielen Toren und es war ein Konterspiel und wir sind nur gelaufen und die hatten da keine Chance. Das bleibt, auch wenn der Trainer die richtigen Worte finden würde, in den Köpfen drin, das kriegt man auch nicht raus. Und die anderen wiederum, die zurückliegenden Spieler, die denken, ja so ein Mist, jetzt haben wir so blöd gespielt, jetzt müssen wir. Und das, dieses Verhalten, das merkt man dann sehr deutlich. Und dann kann das passieren, dass in der zweiten Halbzeit die Leistung sehr viel besser wird von der zurückliegenden Mannschaft. Jetzt haben wir da noch eine gelbe Karte jetzt gegen eine Spielerin von Grün-Weiß. Ich konnte es jetzt nicht genau sehen und es gibt 7 Meter. Wir wollen jetzt mal schauen, ist das wieder erfolgreicher? Nein, wieder scheitert Stralsund am vom 7-Meter-Punkt. Das ist schon sehr, sehr deutlich. Ich glaube, das war jetzt der 5. oder 6. verworfene 7 Meter. Das ist eine ganze Menge in einem Spiel. Ja, in diesem Fall, ich möchte es nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, halbe Höhe, ganz böses Foul also der Wurf vorher, der vorherige 7 Meter war einfach viel frecher geworfen über den Kopf des Torhüters. Halbe Höhe ist
für einen Torwart immer relativ leicht zu halten. Und selber den 7 Meter schon auf halbe Höhe geworfen? Da ich ja selber mal Torwart war, bin ich mir dessen bewusst, ich werfe am liebsten nach oben. Das ist jetzt genau, was hast du jetzt aufgenommen? Na, der Trainer meinte eben zu seiner Halbspielerin, halb links, sie hätte doch einen Doppelpass spielen können. Natürlich waren 2-3 Spieler der abwehrenden Mannschaft nach vorne gelaufen, um den Konter zu laufen. Das heißt, sie war ein Überzahlverhältnis. Man hätte jetzt mit ganz einfachen Mitteln diese großen Lücken nutzen können, indem einfach der Halbe in die erste Lücke stößt und dann nach außen ablegt. Da wäre sehr viel Platz gewesen dafür. Jetzt, was hat der Schiedsrichter jetzt angezeigt, gepfiffen? Stürmerfoul? Oder? Was hat er denn gezeigt? Er hat einfach nur in die Richtung gezeigt, habe ich es gesehen. Ja. Jetzt das Tor für Grün-Weiß-Schmarin. Schiedsrichter müssen nicht unbedingt anzeigen, was falsch gemacht wurde. Das ist nett, wenn sie es tun. In diesem Fall habe ich ja auch leider nicht gerade hingeguckt. Aber ich vermute, dass wahrscheinlich kein Stürmerfoul war, sondern eher in die Richtung Schritte ging. Gut, und jetzt haben wir eine ähnliche Situation wie jetzt in der ersten Halbzeit schon. Schwerin mit den Konterläufen. Der Überraschungseffekt ist jetzt verpufft von Stralsund. Und es sah auch ein wenig nach Resignation aus, wenn ich die Gesichter der Spielerinnen gesehen habe. Ja, das Gute für die Schweriner Mädels war jetzt, sie haben jetzt mehrere Tore in Folge gefangen und jetzt werden sie wieder wach. Hallo, die können auch Handball spielen. Ich muss wieder etwas mehr tun. Das war einfach zu einfach in der ersten Halbzeit. Nun muss ich wieder selber aktiv werden. Und das sieht man jetzt ganz deutlich. Ja, das war ein relativ einfaches Tor jetzt für Grün-Weiß-Schwerin. 30-12 der Spielstand, wo noch eine Viertelstunde zu spielen ist. Ja, sieht jetzt schon sehr, sehr nach Resignation aus. Wie kann man jetzt die Mädels vielleicht motivieren, dass sie einfach Spaß am Spiel haben und gar nicht mehr auf die Anzeigetafel schauen am besten? Das ist schwierig. Spaß kommt natürlich durch Erfolg. An dieser Stelle muss man halt versuchen, weiter auf die Mädels positiv einzuwirken, dass die guten Sachen weiter hervorgehoben werden. Also wenn eine Aktion jetzt Erfolg hat, also irgendein Spielzug oder ähnliches, dann spielen lassen, spielen lassen, spielen lassen. In diesem Fall waren Schritte. Und wieder der Konter, sehr schön. Jetzt hört man das auch mal schön, dieses Sprechen in der Abwehr wieder. Jetzt von Grün-Weiß-Schwerin, die wirken trotz dessen, dass die Mannschaft auf Stralsund sich jetzt ein wenig aufzugeben, scheint doch sehr, sehr konzentriert und sehr, sehr da. Ist das, weil das Gewinnen jetzt einfach Spaß macht? Auf jeden Fall.